Ja, herzlich willkommen zu Camp und Grill, unserem kleinen Camp und Grill Kanal auf YouTube. Die Sonne scheint, es ist bitterkalt, minus 10 Grad oder so. Ja, und Wind. Ideal, um ein Campingvideo zu drehen. Und jetzt haben wir gedacht, gehen wir mal raus, drehen ein schnelles Video Camping. Wir sind euch ja noch die Must-Haves Teil 2. Must-Haves Teil 2 schuldig und die machen wir jetzt. Und da haben wir ein bisschen was außen und das zeigen wir euch jetzt. Okay, Kirsten, das zeigen wir Ihnen jetzt. Viel Spaß. So, Kirsten hat natürlich den Spickzettel weg. So, dann zeig uns doch mal, warum das hier so komisch ausschaut davon. Weil es so kalt ist, haben wir uns schon frühzeitig eine Thermoabdeckung. Und wie weit geht die runter? Also gestern haben sogar das Kleidchen angezogen, den Rock, weil es wirklich heute Nacht sehr kalt war. Ansonsten ist das hier teilbar, gell? In der Mitte? Also hier? Ja. Man kann auch nur den großen. Also könnte man auch nur den großen nehmen. Vorn geht es auch komplett rum, gell? Ein bisschen aufpassen, wenn wir so viel Sonne haben. Und man könnte hier noch, wenn man von drinnen rausschauen will, das Fenster aufmachen. Also die Klappe aufmachen und Licht zum Fenster hineinlassen. Ja. Alles mit Klett. Ja. Hängt in den Türen drin, gell? Ja. Die Ecke und geht einmal komplett rum. Ich kann jetzt bloß da nicht drüber, weil wir gerade Mittagssonne haben und wir schon Mühe haben, dich zu sehen. Ja. Ziehen wir es wieder an, machen wir wieder warm. Ja, die Heizung läuft ja auch. So. Aber das sparen wir uns ja auch ein bisschen Gas. Genau. Wir haben im alten Wohnmobil schon die Erfahrung gemacht, dass durch die Frontscheibe einfach viel Kälte in den Innenraum kommt und so kann man das ganz gut verhindern. Und als wir schon campen waren, als es so kalt war, als wir noch campen gehen konnten, hat man deutlich gemerkt den Unterschied, wenn die Thermoabdeckung drauf war oder nicht, schlägt auch die Scheibe innen nicht so stark. Sehr gut. Gar nicht. Schau, Kirsten im Gegenlicht. Ja, schön. Gut, wir wenden uns jetzt dieser Schublade hier zu. Nämlich ein paar Sachen drin, die auch sehr wichtig sind. Nicht nur für uns, sondern generell, oder? Wir zeigen ja hier, was wir an Must-Haves dabei haben. Also wir haben hier diese schöne Schublade dabei. Ja, die ist aber serienmäßig. So, was haben wir da drin? Wir haben kleine und große Auffahrkeile dabei. Ja. Wobei wir eigentlich die hier deutlich besser haben. Da geht das Rad auch schön rein. Und die haben eigentlich fast immer gelangt, gell? Und man merkt auch deutlich, wenn man drauf fährt. Bei denen ist es ja so, da bist du ja schnell auch drüber gefahren. Bei den Kleinen, die quasi ohne Unterteilung sind, die Gelben. Und die hier sind ja auch deutlich höher nochmal. Aber die Gelben kann man für Notfälle auch immer noch brauchen. Aber wir haben auch schon alle gebraucht. Es gibt auch Plätze, die sind einfach sehr uneben. Und wir stehen nicht gerne schief. Schreibt uns der Kaffee immer aus, der Taste läuft. Oder das Öl nicht richtig in der Pfanne. Das ist ja noch schlimmer. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch die Hemmschuhe. Hemmschuhe sind vorgeschrieben bei Fahrzeugen über 3,5 Tonnen. Da gibt es auch eine DIN-Norm oder so. Wir verlinken euch unten alles. Das sind genau so, ja, so Hemmschuhe halt, gell? Ja. Die hemmen dann den Schuh. Also die kommen unten rein. Sind aus Metall, da gibt es auch irgendeine DIN-Norm oder so, oder ISO-Norm. Und ja, die muss man dabei haben, wenn man schwerer ist als 3,5 Tonnen. Aber auch mit weniger ist es nicht vernachlässigt. Schaden tut es nicht. Ah, siehst du, jetzt bist du nicht mehr im Gegenlicht. Nee, jetzt bin ich in der vollen Sonne. Genau. Wir haben ja auf dem WOMO Solaranlage und so weiter und jetzt auch im Winter, wenn man da Schnee abfegen will, hilft eine Leiter, gell? Da haben wir uns gekauft so eine Alu-Ausziehleiter, die wohnt da hinten und die kann man bis auf 380 ausziehen, was wir nie tun, aber man kann sie dann ans WOMO vorsichtig anlehnen und ja,
hinaufklettern. Einige von uns. Ja. Hirschbeutel. Ja. Dann können wir uns noch den Themen Campingstühle widmen. Da haben wir zwei verschiedene. Die zeigt euch jetzt die Kirsten. Werbeverkaufsveranstaltung, go! Das sind unsere alten Campingstühle, die haben wir schon im Wohnwagen gehabt. Da fahren die schon seit 10, 15 Jahren mit uns mit. Ich weiß sogar, wie die heißen. Dukdalf Aspen. Und die sind aus Alu und super leicht. Ja. Und super bequem. Also für mich ist der super. Seht ihr, wie bequem? Ja, gut, für mich ist der ein bisschen eng, weil ich bin ja. Jetzt fehlt noch der Finz. Der Finski, das müssen wir auch noch erklären, was ein Finski ist. Ja. Finski haben wir drin. Finski haben wir auch hier. Okay, kommt also, es gibt aber noch einen Spezialstuhl für den Chef. Weil der Stuhl ist nur für eine bestimmte Gewichtsklasse ausgelegt. Also, das ist aber schön. So. Für die Stattlicheren unter uns. Für die normalen Herren. Du kannst mir zeigen, wie der in der Breite ist. Also deutlich breiter hier. Ja. Sehr stabil, hält aus. 200 Kilo, da habe selbst ich noch einiges hin. Aber ja, verlinken wir auch unten. Da gibt es verschiedene. Der ist, glaube ich, vom Brunner, gell? Ja, da unten steht Brunner. Also alles verstärkt und sehr schön. Und wenn die Kinder dabei sind, wollen sie mir immer abspenstig machen, sitzen die gerne drin, weil es doch sehr bequem ist. Also es ist praktisch. Also ist von Brunner. Ja, der steht Big vorne auch. Perry Big Guys heißt er. Perry Big Guys. Genau. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Doch, weil das ist praktisch Business Class und der andere ist Economy. Komplettiert wird das Ganze natürlich mit einem Finski. Finski, werdet ihr euch fragen, was ist denn der Finski? Das Licht hier, gell? Ein Finski ist im Prinzip ein Klapphocker. Und die haben wir immer dabei, so für Notfälle, wenn man mal mehr Leute sind oder so. Und warum heißen die Finski? Ich glaube, die Kirsten klärt euch da jetzt gleich auf. Finski. Setz dich mal hin. Da gibt es auch so ein Auflageding, gell? Da kann man da einen Tisch draus machen. Verlinken wir euch unten. Und warum ist das ein Finski? Wegen am Finski. Also dann erkläre ich kurz mal die Geschichte. Als wir noch mit dem Wohnwagen unterwegs waren, hatte ich einen Kumpel im Wohnwagenforum und der ist mit einer Finnin verheiratet und sein Username war Finski. Und als wir mal ein großes Treffen hatten, ist er mit so einem Klapphocker von Vorzelt zu Vorzelt gegangen, hat sie da was zu trinken geholt und hatte halt immer seinen Hocker dabei. Und seitdem heißt er bei uns Finski. Ich grüße den Martin, falls er das sehen sollte. Meine Kinder kennen diese Dinger nur als Finskis, also Klapphocker oder so, das kennen die gar nicht. So, Gott sei Dank haben wir nicht alles verloren, hat man wieder falsch rum gedrückt. Und wir können uns nochmal den Tisch anschauen. Da steht er, ist vom Brunner auch, gell? Ja. Ist aber Zufall, dass der vom Brunner ist. Und der hat hier zwei, na hier sieht man es am besten schon, zwei Sachen, zum einen so Teller, ja, wie Federn unten, die ein bisschen ausgleichen können, Unebenheiten. Und im Sand versinkt er nicht so. Genau. Und dann hier diese Klammern, Schnappverschlüsse, wenn man die aufmacht, kann man den Tisch ein bisschen rauf und runter fahren. Willst du es zeigen? Ja. Dem geneigten Publikum. eingefroren, genau. Also da sieht man, man kann ihn hier runter, wenn man den rauf und runter fahren kann, ziemlich weit auch aus. Ja, und das ist eigentlich eine gute Sache, gell? Ja, man kann es auch für große Leute und für kleine Leute einstellen. Also du meinst, man kann es auch wie so Purzelzwerge hernehmen? Ja, also es ist zumindest niedriger und wenn jemand größer ist oder ja, ein Sitzriese, geht bis zum Stehtisch praktisch, oder? Nein. Gut, das waren unsere Outdoor-Möbel, oder? Ja. Aber nee, wir sind noch nicht fertig. Wir können gleich hier stehen lassen. Da fällt mir das jetzt ein. Weil wir jetzt schon draußen sind. Ich will ins Warme. Können wir die Sachen, die draußen sind, auch gleich draußen lassen. Du hast da die Kabelkiste gebracht. Ja. Also was haben wir da drin? Da haben wir eine Kabeltrommel für Outdoor. Steht da hier.
2,5 mm Querschnitt und im Prinzip zwei Adapter. Einmal CEE oder CE auf Schuko, damit können wir hier die Kabeltrommel. Ne, das war der andersrum. Die Kabeltrommel, so ist es. Die Kabeltrommel hat einen CE-Stecker schon dort und dieses Ding hier von der Kabeltrommel stecken wir in den Stromanschluss des Campingplatzes oder des Stellplatzes. Sollte der kein CE-Stecker haben, haben wir hier ein CE-Weibchen, ich sage immer CE-Weibchen auf Schuko und können dann die Kabeltrommel mit dem Schuko anschließen. Das hat ein bisschen trickreich, weil wir haben nochmal im Prinzip dasselbe hier. Und der kommt dann ins WOMO. Und den haben wir zweimal, damit wir das WOMO anschließen können, falls wir nur Schuko haben. Am Stellplatz, was man fast nicht hat. Der hat hier nochmal eine Schukodose. Und also wir legen quasi das von der Kabeltrommel aus, dann zum Außenanschluss vom WOMO. Und da wir früher Wohnmobil und Wohnwagen hatten, haben wir eins sogar zweimal. Ja, und hier haben wir noch so eine, ja, so eine Box, eine wasserdichte, dass wenn man mal irgendwie was zusammenstecken muss, dann kann man das da drin machen und zu. Wir sind aber dank unserer Autarkie fast nie in der Verlegenheit, dass wir jetzt anstecken müssen. Kommen wir jetzt zu deinem Geburtstagsgeschenk. Ja, stimmt. Das haben wir ja schon mal erwähnt. Genau. Habe ich eine wunderhübsche kleine Makita bekommen. Ein Akkuschrauber. Ein reiner Schrauber, das habe ich erst festgestellt, dass ich ihn gekauft habe. Deswegen mussten wir da zum Bohren nochmal so spezielle Bohrer kaufen, die quasi hier in diesen Schnellspannaufnehmer reingehen. Aber das geht wunderbar. Werkzeugkiste. Die geht nämlich andersrum immer auf, als ich denke. Ja. So rum. Genau. Also hier so ein bisschen Bits, Zangen, Schrauben. Immer was man heute so braucht. Gedöns, Meterstab. Und wichtig ist auch das hier. Ja. Gaffertape. Und Kabelbinder. Und WD-40. Ja. Was kann man sich merken? Wenn es fest ist und locker werden soll, dann brauchst du WD-40. Und wenn etwas locker ist und fest sein muss, dann nimmst du Gaffertape. Damit ist alles gesagt und die zwei wichtigsten Sachen beim Campen angesprochen. Bei uns wohnt das alles hier in so Kisten. Die wohnen dann in der Garage da hinten. Vom Schweden. Vom schwedischen Campingbedarf. Irgendwie, egal wo ich hinfahre, ist die Kisten, aber das gehört so. Und das zurren wir dann hier mit so. Zur Gurten fest. Da hinten ist noch eine Wasserkanne, falls man nicht mit dem Schlauch Wasser nachfüllen kann. Und Klopapier. Ja, das ist noch das. In Zeiten wie diesen sehr, sehr wichtig. War doch die Camper Edition. Genau, das ist die Camper Edition. Die musste mit. Die hat mit müssen. Ja, jetzt waren wir draußen und natürlich haben wir noch ein paar Sachen hier drin, die für uns essentiell wichtig sind. Ich bin bloß halb dran. Jetzt. Und zwar habe ich da eine Liste, da steht als nächstes Sonnenschutzmatte. Die können wir euch jetzt zeigen, wie wir sie im Sommer verwendet haben. Wir haben uns nämlich eine Sonnenschutzmatte für vorn gekauft, aber eine, durch die man durchschauen kann. Also genau. Ist nicht durchsichtig, sondern es ist so ein Gewebe. Von innen kann man nach außen schauen, also es ist, als ob keine drauf wäre. Und von draußen kann man fast nicht nach innen schauen. Genau. Im Gegenlicht, ja, aber das machen wir nicht. Nicht mehr so wie mit unseren Hippie-Tüchern. Nein. Gleich mal dann um sich grau, grau in grau, wie sich das gehört. Dann habe ich hier stehen Expander-Klettband Kabelbinder. Ganz wichtig für alles mögliche. Kabelbinder, ich weiß nicht, gibt wohl kaum jemand, der mit Kabelbindern Kabel bindet. Wir reparieren alles damit, oder? Kabelbinder, Klettband. Expander sehr gut zum Abspannen von der Markise zum Beispiel, wenn man kein Sturmband dabei hat. Wir haben das mal gelernt bei so italienischen Dauercampern, gell, in Casavia. Ja. Die haben alles mit Expandern abgespannt und du hast den Vorteil, wenn du keine Schnur nimmst, sondern einen Expander, dass der ein bisschen arbeiten kann. Richtig. Das heißt, wenn es dir quasi die Markise einen Meter hochhaut, zieht es der wieder zurück. Also ganz so extrem natürlich nicht. Aber eine Schnur hat nur
hält oder hält nicht. Ne? Hält ist ab und der Expander hat einfach da einiges dazwischen. Wir werden unsere Markise auch nur mit Expandern abspannen. Dann steht hier Wechselrichter, da sitzen wir drauf. Gell? Ja, warte. Also das ist unser Wechselrichter, das ist jetzt kein Monumentalding, 300 Watt, reiner Sinus und zwar einmal hier mit Stecker und dann könnte man ihn auch direkt an die Batterie anklemmen. Den Wechselrichter benutzen wir nur sehr, sehr selten und deswegen ist der hier so fliegend gemacht. Was wir aber eigentlich täglich benutzen, gell, ist wenn unsere... Zelebrieren. Das ist unsere atomische Kaffeemaschine, Schatz, ist die echt schön. Ja, dazu gibt es ein Video, das verlinke ich euch, wenn ihr es nicht wisst, da oder da. Auf jeden Fall verlinken wir euch das, wo wir dieses wunderbar schöne Gerät, das ich zum 59a Geburtstag gekriegt habe, da stellen wir euch das vor. Ansonsten haben wir noch eine Bialetti dabei. Haben wir hier die Bialetti Venus. Wir campen halt jetzt schon zwei, drei Jahre. Jetzt habe ich zwei Venusse hier, Veni heißt das dann, glaube ich, Mehrzahl. Und ja, da geht was rein. Edelstahl war uns ganz wichtig, weil diese Alu-Dinger dann, wenn man sie doch einmal aus Versehen in Geschirrspüler tut, dann sind die nicht mehr glänzend, sondern so grau-kreislich. Das ist einfach schön, wenn man vorm Womo hockt, gell? Und auf dem Kartuschenkocher da die atomische draufsteht und sofort ins Gespräch kommt mit den Nachbarn. Wo man sie kriegt und wie schlecht man sie kriegt und so weiter, schaut sie euch dann im entsprechenden Video an, wo ich Freudentränen vergossen habe über die Maschine. Dann, Kaffee ist wichtig, was ist auch wichtig? Brotzeit. Brotzeit. Und da hat sich meine Frau was gewünscht und das habe ich ihr sofort erfüllt. Ich habe mir das gewünscht. So schön. Brotzeitbredel mit Brotzeitbredelmesser. Eins für dich und eins für mich. Und da steht drauf, We Love Camping und es ist ein VW T1 Samba Bus drauf. Den hättest du gern, gell? Aber mein T2 gehabt und ich Depp haben verkauft, aber damals waren das halt Lieferwegen. Ich kann nicht gewusst, was da draus wird. Aber wir sind, glaube ich, in unserem Womo. Die sind, das ist Kult und das ist zum drinleben. Und das ist bequem. So, dann, pass auf, Bredel. Spülschüsseln hast du aufgeschrieben. Du hast den Test geschrieben. Ich habe nur gesagt, da soll ich so eine Spülschüssel draufschreiben. Wir brauchen die ständig. Ja, genau. Jetzt zeigen wir euch eine Spülschüssel. Ja, so da oben ist doch eine. Also das ist natürlich die progressive, die viereckige Spülschüssel. Die gibt es auch in rund. Normal spülen wir hier drin ab, gell? Meistens sind jetzt keine großen ins Spülhaus gehe, aber manchmal hast du halt viel und keine Lust und bist einsam und dann gehst du ins Spülhaus. Nein, ich nehme das auch sehr gerne, um das alte Geschirr oder benutzte Geschirr, was ich nicht sofort abspüle, erstmal auf die Seite zu zwischenlagern. Ja. Pizzateig kann man drin machen. Oder zum Abtropfen. Abtropfen. Wir haben ja nur eine Spüle. Haben wir eine nur Spüle. Eine Schüssel? Ja. Na, eine Spüle haben wir. Eine Spüle haben wir. Wir haben zwei Schüsseln immer dabei. Zwei Schüsseln, eine Spüle. Ja. Ungleichgewicht. Gut, also Spülschüssel haben wir abgehandelt. Da steht der Kanister. Ja. Muss wieder da los. Nein, muss nicht aufstehen. Nicht? Nein. Im Winter haben wir kein Wasser, wenn wir jetzt nicht dauerhaft unterwegs sind und heizen. Im Wassersystem. Und deswegen haben wir uns zwei 5 Liter Kanister gekauft. Die werden einfach mit Wasser gefüllt, auf die Spüle gestellt. Und da wird das Wasser eingefüllt. Zeig's nochmal. Warte, ich habe hier so ein Wasser einfüllstutzen zeigt. Und mit diesem, gell, da wird dann das Wasser. Kommt dann da raus. Ja. Machen wir zum Beispiel morgen. Gehen wir zum Womo-Dinner, gell? Übermorgen. Übermorgen. Und da nehmen wir immer etwas angewärmtes Wasser mit. So, hat jetzt den Vorteil, dass man nicht jedes Mal den richtigen Wassertank hat. Jetzt sind wir fast durch. Naja, fast. Also, Ladekabel habe ich mir aufgeschrieben. Das zeigen wir euch nicht. Ihr wisst, wie Ladekabel ausschauen, aber es ist schon wichtig, Ladekabel dabei zu haben für Handys, Tablets, hier vom Gimbal bis zur Drohne. Der DS. Der DS, der DS. Alles wichtig. Alles wichtig. Also nehmt genug Ladekabel mit, abgehackt, abgezackt. Dann Fließdecken. Frau Professor Kallenberg, jetzt zum Thema Fließdecken.
das Thema Fließdecken. Wir benutzen die Fließdecken ganz viel, auch um unsere Sitz zu schonen. Fließdecke ist halt einfach schnell runtergenommen und schnell gewaschen. So einen Sitzbezug sauber zu machen, ist immer verdammt viel Arbeit. Deswegen, in meiner Familie leben viele Krümel- und Kleckermonster. Und so eine Fließdecke ist halt schnell ersetzt. Wie viele Krümelmonster meinst du? Ja, vier. Du, ich und zwei Kinder. Da kann immer was daneben gehen. Also deswegen haben wir hier als Schutz diese Dinger drauf. Die kosten nicht viel, gell? Und ab in die Waschmaschine. Und gut ist. Wichtig ist zu den Sachen, die man in einem WOMO über 3,5 Tonnen braucht, auch noch sowas. Eine. Jetzt redest du über Wieten. Eine Warnlampe. Da haben wir hier uns eine zugelegt. Das ist tatsächlich vorgeschrieben, also zumindest in Good Old Germany. Also hier so ein Ding, das kann man dann aufklappen und. Wenn ich jetzt trage, geht es wahrscheinlich nicht, oder? Wenn du im Außerorts stehst, unbeleuchtet quasi nachts, dann musst du sowas hinstellen, oder? Nein, du musst es für bei Unfällen hinstellen. Zusätzlich zum Warndreieck. So, das ist unser Tischschutz. Wir haben einfach hier so, was ist das, 2 mm PVC-Folie da oben drauf. Das ist ganz lustig, das gibt dann immer hier so ein Marmoreffekt, und wenn einen der stört, zeigt man ein bisschen an, dann ist er wieder fort. Ja, ja, dann müssen wir wieder richtig drauf. Haben wir hier ausgeschnitten entsprechend. Passt eigentlich. Passt ziemlich gut. Aber ich kann ja jetzt. Halt verdreht, klebt und alles ist voll geschnitten. Ah! Ich weiß gar nicht, ob der Schrei noch drauf ist. Kirsten hat gemeint, sie muss das jetzt gerade rücken und der ganze Tisch steht voll, ja, unter anderem mit einer Kaffeetasse. Das endet dann damit, dass. Und da kann man eigentlich auch sagen, das ist alles leicht abwaschbar. Mit einem Gegengriff ist es gleich erledigt. Gesehen haben wir das erste Mal in einem Weingut, gell? Die haben das gemacht. Ja. Und unser Tisch ist auch tatsächlich, der hat so eine ganz harte Beschichtung. Das ist unglaublich. Also, wenn man da draufhaut, das ist glatt wie Hulle. Und bei der Resi war auch ein. Bei der Resi 1 war auch eine schöne Delle auf dem Tisch. Also genau. Wir haben gesagt, um und, ihn ein bisschen zu schützen. Viele Wohnmobil- und Wohnwagentische haben ja ein Duin drin, eine Delle, weil Schrank auf, scharfkantiges Gerät runter. Gut, also Tipp, nicht rumwurschteln, wenn eine Kaffeetasse am Tisch steht. Ja, einfach Kaffee austrinken und nicht mehr so lange stehen lassen, bis er eiskalt ist. Eiskaffee ist überhaupt das Beste. Sportlich sind wir durch, bis auf atmosphärische Störungen. Nee, bis auf Atmosphäre, die wir uns hier noch machen. Und das ist jetzt unser letzter Punkt. Und dazu zeigen wir euch noch zwei, drei Sachen. Das ist jetzt aus der Abteilung, braucht kein Mensch, ist aber nett. Braucht wirklich kein Mensch. Also vor allem das Erste. Wer Amazon-Kunde ist, kennt das Fire TV. Das haben wir in einer völlig neuen Definition immer dabei. Einfach weil es schön ist und weil es ein totaler Schmarrn ist eigentlich. Ich zeige euch das mal. Also das ist unser Fire TV. Gell? Das ist wie so ein alter Fernseher gemacht. Dann gibt es hier einen Knopf und dann kann man dann den Knopf hochdrehen. Und dann hat man einen Fernseher mit einem Feuer drin. Atmosphärisch unglaublich dicht. Gell? Also total geil. Warum jetzt da Kamin in dem Fernseher ist, weiß kein Mensch. Aber für, was haben wir da gezahlt? 20 Euro oder so. Ein schöner, netter Gag. Oder du hockst abends vor dem Wummer, gell, und hast das Ding. Der macht nicht so viel Arbeit und stinkt dem Nachbarn auch nicht so an, wenn, wie wenn ein echtes Lager. Brauchst wenig Kohlen, eine 9 Volt Batterie genügt. Sehr, sehr lange. Und Oli Shanghi, es ist furchtbar. Ich muss das jetzt ausschalten. Also, Fire TV, ganz wichtig. Zur selben Abteilung gehört unser Tränendrüse-Gerät. Wir gehen das raus. Einfach raus. So. Du darfst halt wirklich nichts so lange. Alles fliegt rum. Ist nicht gefallen. Ja, schau her. Unsere Tränendrüse. Unsere Träne? Unsere Träne. Die können wir jetzt einschalten, die Träne, unten. Bei On wahrscheinlich, gell? Da wo On ist, gibt's.
hat sie es. Jetzt hat sie es. Jetzt hat sie es. Aber sieht man nichts. Vielleicht hast du ja auch den Farbwechsel. Wir haben das noch nicht so lang. Sekunde. Ich weiß nicht. Geh her. Geh her. Ah, ja, das geht schon. Jetzt geht's. Also, dann ist das so grün. Und dann wechselt es in alle Farben. Das Hauptsache, man sieht mich nicht. Also, dann wäre es rosa. Dann wäre es ganz anders. Blau und das ist grün. Grün. Grün und blau ist am Kasper seine Frau. Also, das kann man dann anhalten bei der gewünschten Farbe. Und dann hat man da so eine lila Träne am Tisch stehen. Als Nachtlicht ist das ganz nett. Kann man übers Fire TV stellen. Daneben haben wir einfach noch ein paar Lichterketten in verschiedenen Farben, Formen und Designs. Wackelt. Ansonsten sind wir am Ende des Videos. Das waren so Sachen, die uns wichtig sind im WOMO oder die vielleicht auch vorgeschrieben sind. Ich sage nur Positionsleuchte und Hemmschuhe. Und ansonsten hoffe ich, dass wir jetzt bald wieder los können. Jetzt haben wir immer noch 3 Wochen Lockdown, gell? Aber vielleicht schaut ihr das Video in einem Jahr an und das ist alles vorbei. Das wünsche ich euch und uns. Und uns wünsche ich noch einen Daumen hoch, netten Kommentar oder ein Abonnement hier bei Camp & Grill oder drüben bei Barbecue Alperlach. Ja, also macht es gut, bis zum nächsten Video. Ciao, servus, wir zeigen. Tschüss. Oder so. Adele könnte man das. Nee. Salve. Apresto, hasta mañana. Was sagt man Französisch? Au revoir. Au revoir. Salut. À tout à l'heure. Wieder schauen. Servus. Grüß die Hand.